Hallo liebe Kinder, heute möchte ich euch den Künstler Victor Vasarely vorstellen. Vasarely war auch ein Künstler der Op-Art. Er zog 1930 von Ungarn nach Paris, wo er als Grafikdesigner arbeitete. In dieser Zeit hat er das Logo für die französische Automarke Renault erfunden. Er hat Plattencover entworfen und seine Ideen wurden auch von anderen Künstlern und von Modeschöpfern aufgenommen. Vasarelys Markenzeichen waren einfache geometrische Formen und wenige, oft bunte Farben. Diese Formen hat er immer wieder zu verschiedenen Bildkompositionen zusammengesetzt. Und es entsteht dabei ein räumlicher Eindruck. Es gibt viele Bilder, bei denen man den Eindruck hat, eine Kugel würde aus dem Bild auftauchen. Das probiert er dann mit verschiedenen Formen und Farben immer wieder aus. Es ist schon verblüffend, man hat das Gefühl, in diese Bilder hineingreifen zu können. Du kannst jetzt auch mal ein Bild wie Vasarely selber machen. Dazu brauchst du keine Farben oder Pinsel, sondern farbiges Papier, Karo-Papier, eine Schere und einen Klebestift. Aus dem Karo-Papier schneidest du diese Form. Ich zeige dir gleich, wie du das machen kannst. Beim Karo-Papier zählst du ein Quadrat ab mit 10x10 Kästchen und schneidest es aus. Das gleiche machst du mit einem Rechteck mit 5x15 Kästchen, halb so hoch wie das Quadrat. Das Rechteck schneidest du an den Ecken ab. Dabei entsteht ein Parallelogramm. Wenn du die Teile zusammenlegst, entsteht so ein dreidimensionaler Würfel. Diese Vorlagen benutzt du jetzt für das farbige Papier. Du brauchst 10 von den Parallelogrammen. Das gleiche wiederholst du bei den Quadraten. Davon brauchst du 8 Stück. Jetzt benötigen wir noch 4 kleine Quadrate, die in die großen hineinpassen. Dazu suchst du die Mitte des Quadrates und klappst dann die Ecken nach innen. Später kannst du sie abschneiden und hast dann ein kleines Quadrat. Dies benutzt du wieder als Vorlage und schneidest 4 kleine Quadrate. Für den Kreis habe ich einfach ein kleines Döschen genommen, welches kleiner war als das große Quadrat. Schau einfach mal, ob du sowas Ähnliches findest. Du kannst natürlich auch einen Zirkel benutzen. Der Kreis ist auch wieder Vorlage für die farbigen Papierkreise. Davon brauchst du auch 4 Stück. Ich habe die farbigen Quadrate einfach aneinander geklebt und nur darauf geachtet, dass nicht die gleichen Farben nebeneinander liegen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, so ein Bild zu legen und bestimmt sieht jedes ein bisschen anders aus. Ich wünsche dir viel Spaß beim Legen und Kleben.